So, Leute, da sind wir wieder. Ich glaube, das ist jetzt schon mindestens der 5. Part in diesem Level. Ja, da wird es 4 hochzuladen geben. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja. Nein, aber... Es wird... Wirklich, auf Draenor sind die Level auch ein wenig schwerer. Oder beziehungsweise auf Fremdland oder der Scherbenwelt, wie sie hier heißen. Sind die Level ein wenig schwerer. Aber nicht im Vergleich zu dem blöden Szenarios-Level. Wo laufen die denn jetzt? Die ganzen Ork-Lager sind doch schon weg. Oder? Hey, gibt's doch keine Ork-Lager mehr. Oder? Doch. Nee. Dürfte es gar nicht gehen. Ach, jetzt greifen sie die an. Okay. Wenn sie Lust zu haben. Ich bin blind, nicht taub. Da helfe ich ihnen mal mit Illidan. Es wird euch leid tun, dass ihr mir begegnet seid. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Langsam mit den jungen Pferden. Natürlich folgen jetzt voll viele Vollidioten. Weil ich es ja angeordnet habe, aber naja. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Hat er jetzt die Ausrüstung geklaut? Sterbt dann, Fremde. Diesmal hätten uns die elenden Orks fast erwischt. Wenn ihr ihnen den Garaus machen wollt, werden unsere tapfersten Krieger euch helfen. Die sind schon alle tot, mein Freund. Dämonen der Nähe. Niemand veralbert mich. Mein Volk muss gerecht werden. Die Zeit ist knapp, Sterblicher. Was darf sein? So, ein Glück dauert es nicht allzu lange, die Dämonenportale zu zerstören. Da wir sind ja auch recht viele Leute gerade. Ich hasse Leerwandler. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Ich kümmere mich um dieses Portal. Kehl, ihr müsst mich wie zuvor beschützen. Ey, dass sie sich alle gegenseitig blocken, ist so nervig. Aber das ging ja gut. Wir sollten ein paar mehr Priester ausbauen, merke ich gerade. Aber wir haben ja hier eine Armee, also... Naja. Die geht ja auf keine Kuhhaut, könnte man fast schon sagen. Magteridon hat Verstärkung gerufen. Mein Volk muss gerecht werden. Ich warte mit angehaltenem Atem. Sind Dämonen in der Nähe? Kann der eigentlich den hier heilen? Den Phönix? Das ist mal eine interessante Frage. Forschung abgeschlossen. Naja. Natürlich, wenn ihr Fragen und so weiter habt, stellt sie ruhig in die Kommentare. Ich beantworte so gut wie es geht alles. Kämpft weiter, meine Krieger. Ah, willst du mich verarschen, ey? Wo ist denn der Heiler? Okay, Illidan hat ja aber, der belebt, der heilt sich selbst. Mein Lied gehört euch. Ich warte auf euch. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Mein Volk muss gerecht werden. Die werden, das hier ist hier schon Spawn-Camping, ne? Könnte fast schon sagen, die haben gar keine Chance. Ich tue mein Bestes. Die Zeit ist knapp, Sterblicher. Aha, diese Parasiten sind auch schon krass. Ohne der Magiebannung, naja. Wo klemmt's denn? Nicht wirklich notwendig. Wenn ihr natürlich ein paar Themen habt, die ihr gerne besprochen haben wollt, dann schreibt es bitte in die Kommentare, die werde ich dann so gut wie es geht, wie ich darüber, was ich darüber denke und so weiter, werde ich natürlich das ansprechen und so weiter. Also schreibt in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Wünsche habt, die ich ansprechen soll, welche Wünsche habt, die ihr ansprechen soll, irgendwelche Sachen, die ihr ansprechen wollt, ja, dann schreibt es in die Kommentare. Und, was ich gerade noch sagen will, es ist gerade, wie viel das denn heute? Ich glaube, der könnte es, ich glaube, es ist der 19. November,
kann es sein. Ich weiß nicht genau, welcher Tag heute ist. Ich glaube, 19. November oder 18. Und es ist saudunkel draußen. Es sieht wirklich aus, als würde es bald anfangen zu schneien. Krass. Es sollte ja eigentlich Mittwoch soll es schon schneien, aber hat es dann nicht gemacht. Oder beziehungsweise soll es jetzt nicht mehr. Aber es sieht schon ziemlich nach Schnee aus. Und dann weihnachtet es ja bald sehr. Ach, ich liebe Weihnachten. So, Portal geschlossen. Ich weiß nicht, wie feiert ihr eigentlich Weihnachten? Schreibt in die Kommentare, falls es euch nicht zu persönlich ist. Wir feiern eigentlich Weihnachten fast immer jedes Jahr gleich. Früher, wo ich noch kleiner war, gingen ich und meine Schwester und mein Vater immer früh morgens ins Kino, um die so die Vorfreude noch ein, damit es nicht so, na, damit wir nicht an der Vorfreude sterben, gingen wir noch früher morgens immer ins Kino, jedes Jahr. Das war wirklich, ich habe so gute Erinnerungen immer an Weihnachten. Das war wirklich, also, ich weiß nicht, mein Weihnachten ist immer wirklich sehr schön. Vielleicht, also, ich kenne auch wirklich ein paar Leute, dessen Weihnachten nicht besonders schön war. Also, meine Freunde hier, ich habe ein paar Freunde, die sind echt, hatten eine verkorkste Kindheit, könnte man fast schon sagen. Und denen geht es auch nicht besonders gut, manchmal mit ihren Eltern und so weiter. Bei mir ging es eigentlich immer recht in Ordnung zu. Außer wenn meine Eltern so ein bisschen krank sind. So ein bisschen wahnsinnig. Aber sonst geht es uns eigentlich immer allen recht gut. Naja, und wir feiern eigentlich immer sehr schön Weihnachten. Heutzutage gehen wir komischerweise immer wirklich in die Kirche morgens, weil wir haben auch meine Oma, die zwingt uns sozusagen immer dazu, weil sie wurde eigentlich in Polen großgezogen, also sie ist Deutsche und wurde dann in Polen großgezogen und wurde da sehr katholisch erzogen und beziehungsweise nicht sehr katholisch erzogen. War halt katholisch und seitdem sie etwas älter ist, sie ist jetzt 85, gehen wir jetzt jedes Weihnachten in die Kirche. Yay. Nein, ist natürlich nett, aber naja, langweilig. Muss man leider sagen. Es ist jedes Jahr in der Kirche wirklich dasselbe. Die sollten da wirklich mal irgendwas dran ändern, dass es nicht jedes Jahr dasselbe ist. Sonst dann würden auch Leute, ich glaube, wirklich mal öfters in die Kirche gehen. Es ist wirklich jedes Jahr dasselbe. Es ist wirklich... Sollte man mal dran arbeiten. So, das zweite Dämonenportal wird geschlossen. Das dritte ist ja schon das dritte. Stimmt. So, Spawn-Camping machen wir wieder. Was machen die denn da? Die rennen hier alle rum. Das Tor geht auf. Es kommen noch mehr Dämonen durch. Ich weiß nicht, aber die Synchronstimme ist richtig gut von Kale. Meiner Meinung nach. Auch wenn die jetzt gerade so ein bisschen weich war. Es kommen noch mehr Dämonen durch. Oh. Mehr Dämonen. Schrecklich. Heilsalbe. Die kriegt Illidan. ja. Das Tor bricht zusammen, verteidigt Lord Illidan. Oh Gott, jetzt hat aber viel alle getroffen mit diesem Schreckensgeheul. Ist ja krass. Forschung abgeschlossen. Wo ist denn mein guter Priester? Wo ist der Priester? Da. Der kann uns natürlich Magie bannen. Okay, jetzt ist die Magie gar nicht mehr da, also kann er sie auch nicht bannen. Man muss dazu aber auch sagen, ich liebe auch... Also um auf Weihnachten zurückzukommen, ich liebe auch Weihnachtslieder und vor allen Dingen Weihnachtsfilme, eine schrecklich nette Familie und so weiter und so fort. Ziemlich alles saugeil, finde ich. Eine schrecklich nette Familie hat gar keinen Weihnachtsfilm. Ich weiß gar nicht, irgendwie, ich weiß nicht genau, wie der Film heißt, ist auch sehr schön. Ja. Versprochen ist versprochen, der ist auch sehr gut. Cooler Weihnachtsfilm. Und vor allen Dingen Weihnachtslied, vor allen Dingen Let It Snow. Der ist wirklich gut. Und natürlich auch, was ich natürlich ganz vergessen habe, die WoW Weihnachtsseason. Wirklich mit Metzen das Rentier und so weiter. Ja. Ach, Weihnachten ist eine schöne Zeit. Und vor allen Dingen, das Beste an Weihnachten ist ja, der Tag danach
mit dem Weihnachtsessen meistens. Und vor allen Dingen, auf jeden Fall, was auch wunderbar ist, ist die Woche danach, nämlich Silvester, Neujahr. Neujahr ist wirklich auch eins meiner Lieblingsfeste, aber es ist natürlich, wie alle sagen, wirklich wie immer wie bei nicht Bad Bang Theory, sondern wie heißt das? How I Met Your Mother, wo alle wirklich so, yeah, jetzt ist Silvester, jetzt wirklich das wird das beste Silvester überhaupt. Und dann ist so ist, dass alle sich so wirklich drauf freuen und dann gehen die von Party zu Party zu Party und alles ist scheiße. Ja. Also bei mir ist Silvester meistens nur da zum Knallen. Und keine Böller. Nee, Spaß. Oh Gott, jetzt wird das Commentary wirklich richtig schlecht. Nein, aber wirklich, ich liebe es wirklich, mit Böllern rumzuhantieren. Oh Gott, dieser Witz, ey, der gerade eben, der war ja so schlecht, ey. Oh Gott, tut mir leid. Wirklich, tut mir leid für diesen Witz. Oh Gott, der war wirklich schrecklich. Ja, mein Freund. Ich werde wo rennen die denn? Ungeduldig. Sind die alle bescheuert? Stürzt euch in den Abgrund. Oh Gott. Niemand ich spüre etwas. Oh Gott, die Goldmine ist auch schon weg. Wieder weg. Goldmine ist weg. Jetzt haben wir nur noch diese eine Goldmine. Hat nur noch 1000 Gold. Ein Draenor ist wirklich ein kaputtes Land, außerordentlich. Ist es Zeit? Mein Leben. Ich spüre etwas Flüchtiges. Och, bewegt euch doch mal. Ey, das wird ja echt schlimm, ey. Sag mal, sei denn so doof. Meister, das letzte Dimensionstor ist von Dämonen umgeben. Uns steht ein schwerer Kampf bevor. Fürchtet die Dämonen nicht, Kill. Bald werden sie euch Meister nennen. Das stimmt. Krass. Das finde ich richtig, richtig krass. Dass Blizzard jetzt schon darauf anspielt. Es kam nämlich, das erzähle ich euch eher wirklich im Pre, also im nicht Pre-Video, sondern im Epilog. Da ist nämlich etwas total krasses, was mit Mists of Pandaria erst rauskam in der Hexenmeister-Quest, was ich wirklich nicht gedacht habe, was wirklich extrem ist. Wirklich, das schreibt sozusagen die ganze Geschichte um Illidan fast schon um, könnte man sagen. Also, dass er jetzt schon darauf anspielt, dass die Dämonen ihn bald Meister nennen. Das finde ich richtig, richtig krass. Ich bin himmelig. Ihr wagt Mann. Es, mich anzusprechen. Ich tue mein Bestes. Er kriegt immer die Klauen dieser, ich glaube, er kriegt mal die Klauen des Dingses. Ding da. Es soll geschehen. Die Langsamkeitskugel lege ich jetzt mal weg und die kriegt Lady Varsh. Sie eigentlich, sie ist schnell und er ist auch schnell. Also müssen die ungefähr gleich schnell sein. Wollte ich nur wissen, weil ich weiß auch nicht. Aber das wäre natürlich interessant. Er ist schnell vom Laufen her und sie ist normal. Sagen wir jetzt mal, wenn er die Stiefel wegnimmt, ist er dann auch normal? Stimmt. Mist, sonst. Ich dachte vielleicht, wenn er immer noch schnell wäre, würde ich lieber die Stiefel wirklich Lady Varsh geben. Aber sonst bringt es so, eigentlich bringt es dann ja gar nichts, wenn die beiden gleich stark, also schnell sind. Ich meine natürlich jetzt wieder Spawn Camping, aber ich glaube, das hier wird nicht mehr so leicht. Und wenn wir viele Einheiten verloren, hole ich mir halt ein paar Trainer. Ich spüre etwas
Flüchtiges. Ui, es kommen jetzt schon die Dicken. Vor allen Dingen, die sind da irgendwo da hinten. Was machen die da? Kommt mal ein bisschen nach vorne. In die erste Reihe. Ja, mein Freund. Ist es Zeit? Das sieht aber alles noch sehr gut aus. Ach und, ach, ich vielleicht habt ihr es nicht ganz verstanden. Das letzte Tor schließt sich. Bleibt standhaft, meine Krieger. Unser Sieg ist nahe. Vielleicht habt ihr es nicht ganz verstanden, weil ich da wirklich komatös war im letzten, in den letzten paar Parts, also in den, wo ich das mit dem Weihnachts-Special angesprochen habe. Es geht halt darum, dass einer, ein Musiker auf YouTube, tatsächlich auch YouTube-Partner ist. Und er macht halt Musikvideos, wie man als Musiker wahrscheinlich auf YouTube meistens macht. Und der hat sich was überlegt für Weihnachten, hat er halt ein Weihnachtslied rausgehauen. Und dieses Weihnachtslied soll bis zum 24. Dezember irgendwie so und so viele Aufrufe haben. Am besten natürlich 1 Million oder sowas, damit er viel, viel Geld dafür bekommt. Und das wird er alles spenden für einen Brunnen in Afrika oder ich weiß nicht, in Afrika, jedenfalls in einer Region, wo Wasser wirklich knapp ist. Und da möchte ich euch bitten, wirklich spendet nicht dafür, das will ich euch gar nicht, wirklich auch gar nicht zumuten, sondern klickt auf das Video ohne Adblocker, denn dadurch bekommt derjenige Geld und dadurch könnt ihr wirklich Leuten helfen, denen es nicht so gut geht wie euch. Das habe ich auch gemacht, ich habe es mehrmals angeklickt und habe auch Adblock deaktiviert, obwohl ich Werbung, wirklich, ich bin ein jemand, der Werbung hasst. Ich gucke keinen Fernsehen mehr wegen der Werbung, aber ich möchte euch bitten, das wirklich mal anzuklicken, ohne Adblock, könnt ihr auch ganz schnell ausschalten, auf Adblock deaktivieren. Da möchte ich euch wirklich mal bitten, das mal anzuklicken, weil das ist wirklich wichtig. Das kostet euch vielleicht 20 Sekunden. Ihr müsst das Video gar nicht mögen. Also natürlich müsst ihr, solltet ihr es verbreiten. Aber ihr müsst ja auch gar nicht wirklich das so großartig in den Himmel loben oder so weiter. Bloß, dass ihr Leuten helft, ein wenig denen es nicht so gut geht wie euch. So meine ich das jetzt mal. Ja. Das wollte ich euch mal bitten, weil wir sind ja, ich bin wirklich auch ein bisschen stolz auf euch, da ihr auch so gute Kommentare immer unter den Videos schreibt, auch oft unter den Videos, die nicht wirklich beliebt sind, die wirklich immer nur so 30 Aufrufe haben, bin ich wirklich stolz. Und deswegen möchte ich auch mal, dass wir vielleicht das mal hinbekommen, auch mal von uns, von unserer Seite da vielleicht ein paar Aufrufe zu bekommen. So, damit haben wir aber das letzte Dämonenportal beschlossen und es geht weiter mit Warcraft. So, endlich mal. Dieser Part war wirklich Jahre, ey. Der gibt mindestens 50 Minuten. Wir haben es geschafft, Meister. Alle Dimensionstore sind verschlossen. Nun kann Magteridon keine Verstärkung mehr rufen. Wohl wahr. Aber seine Streitmacht ist immer noch gewaltig. Es wird nicht leicht werden, seine schwarze Zitadelle anzugreifen, Kael. Es gefiele mir nicht, wenn es anders wäre. Und das sehen wir dann im nächsten Part. Bis denn. So Leute, und jetzt sind wir in WoW. Sieht man ja auch sehr gut. Das hier ist die Scherbenwelt in WoW. Und wir suchen jetzt die Dämonenportale. Beziehungsweise, ich zeige euch eins, was wir gerade eben geschlossen haben. Dort ist es. Eins dieser Dämonenportale liegt hier in Umbrafen. Oder? Wer ist denn das? Ah nee, Umbrafen ist da. Wer ist denn das? Zangermarschen. Hier ist eins dieser Portale. Ja, da gibt es mehrere von. Könnte man sich ja vorstellen. Eins ist hier. Eins ist hier oben in Schergrad. Hier die Schwelle des Todes. Eins ist hier, die Zwielichtshöhe. In den Wäldern von Terrokal, glaube ich, gibt es gar keins. Schattenmontal, weiß ich auch nicht genau. Höllenfeuer Halbinsel gibt es ja das dunkle Portal. Hat er wahrscheinlich auch geschlossen. Ne, es ist ja schon geschlossen. Vielleicht in Netherstorm gibt es noch eins. Jedenfalls, dort sind halt die einzelnen Portale, die Illidan geschlossen hat. Damit die guten Dämonen nicht mehr in sein schönes Reich kommen können, sein neues.
Und man sieht hier, sieht es ein bisschen anders aus als bei Warcraft. Ich denke, dass Blizzard gemacht da bei Warcraft alles einfach nur eine Einöde ist. Und ich glaube, das nicht besonders spannend für die Spieler wäre. Deswegen haben die es so gemacht, dass es ja halt mehr da ist. Dieses Gebiet, Fremdland, gibt es auch in WoW. Das zeige ich euch gleich mal. Den guten schwarzen Tempel, den wir gleich im nächsten Part sehen werden, zeige ich euch noch nicht, denn das zeige ich euch im Prolog, wenn wir Warcraft 3 The Frozen Throne durchgespielt haben. Dann gibt es wahrscheinlich zwei Prolog-Videos, einmal wo ich den schwarzen Tempel cleare und euch die Blutelfen-Geschichte weiter erkläre, beziehungsweise wie Keltas weiter vorgegangen ist, und dann kläre ich nochmal den, nicht den Sonnenbrunnen, den schafft man leider nicht alleine, dafür brauchen mindestens zwei Spieler, da jetzt aber wirklich, da man bei diesem Schreckenslord, muss man in, einmal in den Schreckenslord gegen bekämpfen und einmal in dem Drachen, glaube ich jedenfalls, und ich glaube, das schafft man vorher nicht. Ja, und ich zeige euch dann hier oben natürlich nochmal diesen, die Terrasse des Magisters kämpfe ich nochmal hier gegen Keltas, den Guten. Und dann werdet ihr ja sehen, wie die Geschichte von diesen Leutchen weitergeht nach Warcraft 3. Dann wird es natürlich auch um Arthas gehen und so weiter und so fort. Ja. Ach, der gute Arthas, den wird sowieso nie wird jemand in WoW Arthas schlagen. Ich weiß auch nicht, Arthas ist meine Lieblingsfigur in ganz WoW. Danach kommt Thurion. Ja, danach weiß ich auch nicht. Thurion und Arthas waren wirklich die Leute, die wirklich die besten waren, fand ich. Naja, wie man es halt nimmt. Hier ist halt, ich liebe diesen Himmel, der ist so cool. Das ist wirklich wunderschön irgendwie. Das einzigste Schöne an dieser zerstörten Welt. Ja, hier sieht man natürlich nochmal Fremdland, so wie es in Warcraft 3 dargestellt ist. Also ganz Fremdland war ja in Warcraft 3 so dargestellt. Naja, die Heimat der Orks zerstört durch dämonische Magie. Weil sie an ihre Ahnen glaubten. Tja, die Ahnen haben aber gelogen. Oder wurden jedenfalls getäuscht. Ich bring mich jetzt um hier, 63er, weil ich so cool bin, weil ich 63er töte, weil es so viel beweist. Wirklich hasse das, wenn man von irgendwelchen High-Level-Charakteren getötet wird, weil das so viel beweist, wenn ein Level 90er ein Level 6er Paladin tötet, weil er so viel kann. Ja, das zeigt wirklich total Größe, genauso wie wenn man zu 7 auf einen im echten Leben raufgeht, ja. Das ist so viel Ehre und Tapferkeit zu tun. Naja, ich sage euch hier nochmal einen schönen Tag noch und wir sehen uns dann gleich wieder bei Warcraft 3. Bis denn.